Hallo Nachbarn, wir sind hier in Klado im Bezirk Spandau und sind in meiner Gärtnerei. Wir produzieren hier Beet- und Balkonpflanzen und wollen Ihnen zeigen, was es um die Jahreszeit für den Balkon alles gibt. Außer Koniferen, die wir hier nicht produzieren, gibt es zurzeit Stiefmütterchen, Sie sehen sie hier gleich, und auch Primula acaulis als sehr, sehr dankbare Erstbepflanzung für Ihren Balkon. Diese Pflanzen vertragen auch ein bisschen Frost und Sie können auch, wenn Sie es wollen, einen windigen Balkon haben. Sie halten sich mindestens die Stiefmütterchen bis Ende Mai und die Primeln, die können Sie auch im nächsten Jahr wieder verwenden, wenn Sie sie in Gartenpflanzen in einem halbschattigen Platz sind sie dort gut aufgehoben und werden im nächsten Jahr wieder dankbare Blüher sein. Sie müssen aber nicht unbedingt nur Primeln und Stiefmütterchen pflanzen. Es gibt eine große Palette von Pflanzen, die man für den Balkon haben kann. Nach dem Balkon, hier bei uns in Berlin üblich, Pelargonien hängend und stehend, Edelpelargonien und vieles, vieles andere. Es gibt auch so viele neue Pflanzen, die man hier verwenden kann und die unser Klima hier gut vertragen. Sie können sogar Azaleen auf dem Balkon pflanzen als Erstbepflanzung. Es gibt gute späte Azaleen, die auch draußen stehen können. Azalea japonica beispielsweise, die dort auch dankbar bis in den Mai hinein blühen. Für Ihre Terrasse und Ihren Balkon, der ja auch immer im Sommer und im Frühjahr recht nett aussehen sollen, eignen sich sehr gut hochstämmige oder niedrige Margeritenbäume, die den ganzen Sommer blühen. Man muss sie manchmal im August einmal runterschneiden, aber sie blühen dennoch mal im Herbst. Sie können auch Oleander nehmen oder wenn Sie eine Palme mögen, dann nehmen Sie ruhig eine Phönix. Die verträgt Wind und Sonne, sie muss nur regelmäßig gegossen und auch gedüngt werden. Beim Dünger muss ich Ihnen sagen, in der Regel wird viel zu viel gedüngt. Nehmen Sie 1 Gramm pro Liter Wasser und düngen Sie einmal öfter, das bekommt Ihren Pflanzen wesentlich besser, als wenn Sie überdosieren und das nur ab und zu einmal tun. Wichtig ist auch, dass die Pflanzen, speziell die Phönix, immer feucht sind. Sie sind sehr schnell, bekommen dann braune Spitzen und Sie haben dann sehr wenig Freude daran. Die braunen Spitzen werden nicht wieder grün. Sie können auch Ampeln anhängen. Es gibt sehr schöne Ampeln, Felicitas. Es gibt auch Lobelienampeln, die sehr schön blühen, den ganzen Sommer über blühen, wenn sie ausreichend gedüngt und gegossen werden. In der Regel sind das alles Sonnenpflanzen, die einen sonnigen Platz haben sollten, wenn sie Freude dran haben wollen. Hier gedeihen schon die Jungpflanzen für ihre nächste Bepflanzung im Garten und auch für ihren Balkon. Hier wachsen Begonia sempervirens beispielsweise. Nebenan hier sehen Sie Tagetes, den gibt es in allen Farben und in allen Größen. Eine sehr dankbare Pflanze, die sich auch für den Balkon eignet. Sie müssen nicht immer die hochwachsenden Tagetes pflanzen. Pflanzen Sie welche, die nur 25 cm hoch werden. Sie vertragen Sonne und sehr robust sind sie auch. Für die Bepflanzung im Sommer wachsen hier hängende und stehende Pelargonien oder Geranien, wie Sie sagen. Ein Balkonschmuck, der den ganzen Sommer bis spät in den Herbst blüht und woran Sie immer Freude haben werden. Vielleicht kommt es einmal vor, dass ein paar Läuse dran sind. Es ist nicht so schlimm, es gibt sehr wirksame Mittel, die man verwenden kann, um diese lästigen Schädiger loszuwerden. Auch hier ist es wichtig, speziell bei Geranienarten, alle Arten, sie brauchen sehr viel Licht
und sie können volle Sonne vertragen. Und wenn sie wöchentlich düngen mit 1 Promille, das heißt 1 Gramm Dünger je Liter Wasser, werden sie Freude haben bis in den Herbst. Wichtig ist, dass sie die Verblütenblüten regelmäßig ausknipsen, dann werden sich immer neue Knospen entwickeln und für sie Spaß fürs Auge und für ihre Mitmenschen bringen.